Kinder kosten Geld, klar. Aber dieser Satz hat jetzt auch eine brutale neue Bedeutung. In Bulgarien werden Babys verkauft. Ein Sohn kostet etwas mehr als seine Tochter und blaue Augen noch mal extra. Der Preis eines Neugeborenen bis zu 30.000 Euro. Dieses schmutzige Geschäft blüht vor allem an der Grenze zwischen Griechenland und Bulgarien. In manchen Elendsvierteln soll bereits jede zweite Mutter ein Kind ins benachbarte Griechenland verkauft haben. Denn im Land mit der schlimmsten Finanzkrise ist die Geburtenrate besonders niedrig und die Warteliste für Adoptionen besonders lang. Perfekte Geschäftsbedingungen für Babyhändler. Tonja Pölitz berichtet. Ihre Kinder tragen weder Schuhe noch Unterwäsche, nur ein Jäckchen. Die Mutter Donka treffen wir in ihrer Einzimmerbehausung am Rande von Burgas in einem der Roma-Elendsviertel. Donka hat 5 Kinder. Die sind allesamt von außen, sagt die 22-Jährige, was so viel heißt wie, ihre Kinder stammen von Freiern unten am Hafen. Die Bulgarin Rosica Janeva kämpft in Burgas gegen Menschenhandel, ein eher verzweifelter Kampf. Hier im Roma-Viertel soll schon jede zweite Mutter ein Baby verkauft haben. Alle aus dem Viertel verkaufen. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich den hier verkaufen können, dann hätte ich das Haus streichen können, aber ich will nicht verkaufen. Ob es hier viele Frauen gibt, die Kinder verkaufen, um Häuser zu renovieren, wollen wir wissen. Ja, viele aus dem Viertel gehen nach Griechenland und verkaufen dort ihre Kinder. Sobald die Schwangerschaft sichtbar ist, bedrängen Vermittler die Frauen. Manche verkaufen dann freiwillig, manche werden von Verwandten dazu gezwungen. Erst kürzlich wurden 3 Männer in Burgas verhaftet, wegen Babyhandels. Die Menschen hier sind komplett an den Rand gedrängt. Sie fühlen sich im Stich gelassen vom Staat, aber irgendwie müssen sie ja zu Geld kommen. Der Verkauf ihrer Kinder ist eine Art, um Geld zu verdienen. Beim Nachbarn Griechenland werden bis zu 30.000 Euro für ein Neugeborenes geboten. Ja, wir verkaufen, weil wir kein Geld haben. Die Bulgaren müssen ihre Kinder nicht verkaufen, aber wir Roma haben keine Häuser, keine Arbeit, kein Geld. Nur deshalb machen wir das. Galina hat schon 2 Babys verkauft, sagt sie. Jetzt ist sie wieder schwanger und will verkaufen. Beim ersten Mal haben sie mir 3.000 oder 5.000 Euro versprochen, aber es wurden nur 2.500. Mit dem Geld habe ich das Häuschen renoviert. Im 8. Monat will sie nach Griechenland fahren und einen Vermittler treffen. Das griechische Paar, das ihr Kind kaufen wird, wird sie selbst nie treffen. Die Leute in Griechenland kenne ich nicht. Sie sprechen alle Griechisch. Sie bringen dich zu Privatärzten. Woher weißt du, was du machen sollst? Ich setze mich hin und warte. Dann ist es soweit, ich bekomme eine Spritze, kriege das Baby und dann betrügen sie mich um mein Geld. So läuft es. Bezahlt wirst du gleich im Krankenhaus? Nein. Sie bringen mich raus. Wir fahren in eine Wohnung, dort bekomme ich das Baby. Ich bekomme das Kind und sie nehmen es mit. Mir geben sie das Geld und ich fahre mit dem Bus zurück. In Griechenland erfahren wir, im Gegensatz zu Deutschland ist Adoptieren hier legal auf 2 Arten möglich. Staatlich über eine Vermittlungsstelle und privat. Bei der Privatadoption bestimmt einzig die Mutter die Adoptiveltern für ihr Kind. Ob sie dafür bezahlt wird, kann und muss der Richter nicht prüfen. Jedes Jahr kommen allein 200 adoptionswillige Paare auf seine Liste und die meisten wollen ein perfektes, gesundes Baby, erzählt Athens Waisenhausdirektor Dimitris Vitsirakis. Ein Bedarf, den er nicht stillen kann. Übers Waisenhaus zu adoptieren dauert deshalb mindestens 4 bis 5 Jahre. Die Privatadoption ist da schneller. Genau das nutzen die Babyhändler. Ein paar Tausende in die richtigen Hände und schon ist man Mami und Papi eines fremden Kindes. Natürlich könnten dann einige Paare, wie sie es erlebt haben, mit Vermittlern in Kontakt kommen und bekommen ihr Kind gegen Geld. Das gibt es sicher. Andererseits macht ein Gesetz diese Privatadoption möglich. Und alle Experten sind sich deshalb einig, dass die private Adoption bei uns abgeschafft werden sollte. Auch Polizeichef Georgis Vanikiotis wartet auf die Gesetzesänderung. Solange Privatadoption erlaubt ist, ist Babyhandel in Griechenland ein lukratives Geschäft.
Wir haben hier Fälle, da haben Frauen 4 oder 5 Geburten hinter sich. Die sind immer wieder nach Griechenland gekommen und haben 4 oder 5 Mal ihre Kinder verkauft. Sie üben das mittlerweile professionell aus, wie einen Beruf. Entdeckt wird der Kinderhandel selten, sagt Georgis Ayakos von der Kriminalpolizei Larissa. Werden die Mütter nicht zum Verkauf gezwungen, erhält die Polizei nicht mal Anzeigen, denen sie nachgehen könnten. Manchmal kommt ein Hinweis aus dem Krankenhaus. In Larissa observierten Kriminalbeamte eine alleinstehende Bulgarin, die gerade entbunden hatte. 20 Tage nach der Geburt kam es zum Verkaufsgespräch auf einem Parkplatz. Georgis Ayakos zeigt uns, wie der Babydeal ablaufen sollte. Die Autos standen sich hier gegenüber. In dem bulgarischen saß hier hinten die bulgarische Mutter mit dem Baby im Arm. Und in dem anderen Auto saßen das griechische Paar und der Händler. Das Baby auf der einen, die adoptionswilligen Eltern auf der anderen Seite. Als die Polizei Zugriff hatte, das griechische Paar 8.000 Euro bei sich. Babyhändler und Paar wurden lediglich zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Niemand musste ins Gefängnis. Wir machen uns auf die Suche nach griechischen Paaren mit Kinderwunsch. Wie kommt man dazu, ein Baby zu kaufen? Auf einer der griechischen Inseln suchen wir nach Kostas, einem Reifenhändler. Für ihn und seine Frau war der Kauf die letzte Chance. Jahrelang hatten sie vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Vor die Kamera wollte Kostas nicht. Jetzt, mit fast 50 Jahren, war es die Verzweiflung, die sie in die Hände der Babymafia trieb. Im Krankenhaus in Larissa wird man inzwischen schnell hellhörig, wenn alleinstehende Bulgarinnen bei ihnen entbinden, die nicht mal Griechisch verstehen. Mindestens einmal pro Monat ruft Eleni Della die Polizei, aber das reicht nicht mehr. Die Leute, die den Babyhandel organisieren, die lernen eben auch dazu. Sie wissen, dass ein öffentliches Krankenhaus wie wir inzwischen die Polizei ruft. Ich bin mir sicher, dass die, die Kinder verkaufen wollen, inzwischen ganz ungestört in Privatkliniken gehen. Hoffnungslose Armut auf der einen, unerfüllter Kinderwunsch auf der anderen Seite der Grenze. Um ein bisschen Geld zu verdienen, geht Donka am Hafen anschaffen. Jederzeit kann sie wieder schwanger werden. Noch würde sie keines ihrer Kinder verkaufen, sagt sie. Aber inzwischen mehren sich die Fälle, in denen Roma-Frauen auch gegen ihren Willen gezwungen werden, ihre Kinder für die Babymafia zur Welt zu bringen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich mit Armut vielleicht vieles erklären lässt, aber nicht alles entschuldigen.